herzlich willkommen zurück zu The Quarry Teil 2. Kapitel 1. Hagen's Quarry. Und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Weltordnung. Weltordnung. Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Das soll schon sein, echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, hm? Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm ist schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, rein. Hey! Sorry, Bro. Cool, danke. Du Vollpfosten. Das Ding ist versperrt? Ehrlich? Das ist gut. Das ist mir irgendwie anders da rein, ne? Was ist das? Das ist ein Sommercamp. Toll. Hab ein Schild gefunden. Horror. Ich hasse Horror. Weichei. Falls du es nicht bemerkt hast, du bist mitten in einem Horrorspiel, du Arsch. Nicht durch. Steuerung ist echte Qual. Jetzt. Okay. Schauen wir uns
gedacht, es wird so komisch geblinkt. Okay. Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Oh, ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H. endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H.'s Worte, nicht meine. Oh! Wow, öde! Bist du's, Dylan? Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Bisschen renovierungsbedürftig. Bisschen ist gut, ne? Ah. Scheiße. Aha. Toll. Steuerung, diese echte Qual. Okay, hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Okay, kannst du dich auch mal komplett aus meinen Sachen raushalten? Hey, war nur ein Hilfsangebot. Total hilfreich, mich runterzumachen, weil sie mich abserviert hat. Aha, Selbstmitleid. Sehr sympathisch. Was? Nein. Ah, warte, sowas. Erst bändelt sie an, dann nutzt sie dich aus, dann schmeißt sie dich raus. Bye-bye, Jake. Jetzt ist sie endlich Single, kein Klotz am Bein und ungebunden. Na, was ist das jetzt? Oh, ich hab noch mehr. Ja, nein, danke. Mann, du hattest mal mehr Humor, Jake. Ich... Ja, Mann, tut mir leid. Ja, du tust dir selbst am meisten leid, Weichei. Wenigstens war meine Beziehung real diesen Sommer. Was willst du damit andeuten? Ryan? Ah, was ist mit ihm? Er ist halt da. Hier im Camp. Und hat diese spezielle sexy Einzelgängermasche, die mich natürlich total kalt lässt. Oh ja, sehr glaubwürdig. Also sie hat dich einfach so abserviert? So war es nicht. Du weißt schon. Sie hat ihren Plan fürs Leben und ich habe meinen. Und das mit uns hat keine Zukunft, weißt du? Damit hat sich die Sache gegessen, oder? Ihr wolltet eine Fernbeziehung nicht mal versuchen? Mann, sie hat dich echt sowas von um den kleinen Finger gewickelt. Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, Enkelkind, Enkelkind.
Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Hm, gibt Schlimmeres. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. okay, also, rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Wir glauben mal den Verteiler. Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Boom. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H. die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Oh, Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt, Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Okay.
Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schaue mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Oh. Das war doch Klein Izzys. Ich will ein Spiel spielen. Ja, du bleibst am besten hier, du gruseliges kleines Ding. So, was gibt's da? Nix. Oh, ey, das ist eine Lenkung, das ist uralte Kanone. Oh Gott. Geh, ich stecke. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Vielleicht noch. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Oh, mein da oben ein. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Was ist das? Ist das Dylans? Kann es losgehen? Los geht's. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben.
Du bist immer so... dramatisch. Anstrengend. Selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Wow. Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. Verflinkst. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde! Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Nein. Ich mach keinen Umweg. Buh, Daumen runter. Sie warten alle auf uns. Nick wird schon nicht gehen, ohne sich zu verabschieden. Scheiße, Abby! Oh. Mein Herz. Sorry, kleiner Kerl. Mein Mädchen will einen Typen zu einem Date einladen. Ist ihr erstes Mal. Emma! Das ist eine Nuss, die sie knacken muss. Ich schmeiße dich gleich aus der Karre. Ist ein gutes Recht. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Eh. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochhieven. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Sie kriegt die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Me-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Der hieß sicher, so lässt man andere in Frieden. Du solltest unbedingt reinhören. Geister. Geister. Ja, viel. So allerhand Kryptozoologie eigentlich. Die Episode gerade eben handelte von diesem Ort.
Oh, ja, ja, du hast die Geschichte schon erzählt. Den Kids am Lagerfeuer. Die Hexe von Hackett's Quarry. Ja. Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hacketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Bitte, das ist super uncool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Neugierig. Was? Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch... Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir... Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur gewartet. Also ich meine, ich hab gehört. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Kann ich helfen? Beim Schlüssel suchen?
Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Wir müssen doch bald immer wieder mal einen Cut machen hier. Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elk. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit! Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill! Chill, Alter!
Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Ach, verdammt! Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Ja, sicher. Wir bleiben drin. Guter Junge. Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene, bereit mal so richtig die Sau rauszulassen. Oh, geile Idee! P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah, nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Schön. Ja. Ja. Aber ich sag euch eins, ich halte das für eine wirklich miese Idee. Oh mein Idee. Gott, Alter. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Es wird ganz chillig. Okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's!
Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Keine Karte. Du wirst dich umsehen müssen. Bring mir Karten und ich helfe dir. Wo ich herkomme, hilft man sich gegenseitig. Finde sie, bitte. Und was ist, wenn nicht? Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Machen wir keinen Stress, Rudi. So, ich würde sagen, hier machen wir endlich mal einen Cut. Nein. Mal gucken, vielleicht machen wir immer eine Aufnahme pro Kapitel, weil ich denke mal, das zweite Kapitel ist jetzt durch. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten, wir sind natürlich alle gespannt, wie es weitergeht. Und für heute soll es das gewesen sein. Ich sage Tschüss, ciao mit Frau und bis zum nächsten Mal.